Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Willi, Sydney, Roard und ich werden heute nach LA fliegen. Es wird sehr viel Content kommen, Freunde. Wir werden von dort aus streamen. Jeder von uns bringt jeden Tag, also es wird jeden Tag ein Video kommen, manchmal auch zwei Videos. Also mehrere laden ab und zu Videos hoch. Wir haben uns da echt Gedanken gemacht, wer wann welche Sachen machen kann, dass ihr da auch immer up to date seid, Freunde. Kurzes Thema dazu. Ihr wisst ja, wie ich eigentlich so zu Urlaub stehe. Und ich mache immer einmal im Jahr Urlaub, so 7 Tage. Weil ich will immer so diese aktuelle Situation von mir, sage ich mal, ausnutzen, so viel machen wie möglich, euch natürlich unterhalten und dann reicht mir einmal im Jahr Urlaub. Ich muss aber sagen, dass die letzten Wochen echt hart waren und Sydney hat mich dann überredet, was heißt überredet, er hat mir einen Real Talk, einen Vortrag gehalten, dass wir nach LA fliegen, weil ich kann von dort aus streamen, das heißt, ich kann Partnerintegration machen, ich kann von dort coole YouTube-Videos bringen, mit den Jungs auch so ein bisschen abschalten, also das war jetzt die ganz komplette Kurzform, ne? Der hat mir so richtig alles erklärt und ich habe mich dann überreden lassen und wir fliegen heute nach LA. Ich kann das alles so paaren, so ein bisschen Urlaub gepaart mit Arbeit und Business, weil wir haben da auch so ein bisschen ein paar Sachen vor, auch so mit Vita-Welt und sowas. Ich bin sehr dankbar, dass wir einfach so mal spontan nach LA fliegen können, weil ohne Support wäre sowas nicht möglich. Ich filme heute die Anreise. Ja, wir halten euch dann auf dem Laufenden, Freunde. Wir sind 15 Stunden unterwegs. Wir fliegen jetzt nach Frankfurt und von Frankfurt nach LA. Lasst gerne ein Like da, wenn ihr die Vlogs fühlt. Abonniert den Kanal und wir nehmen euch mit auf die Reise. Theorie, jetzt wird ermordet! Es geht los, Freunde. Ich habe einfach 2 Koffer. Der eine für Technik, der andere für mein Leben. Wenn der weg ist, habe ich ein riesengroßes Problem. Wir sind jetzt hier, wir sehen aus wie ein Trupp. Guck mal Sydney an. Der hat auch das ganze Streaming-Equipment mitgenommen. Der hat nicht geschlafen, er denkt, das wäre schlau. Du wirst nicht schlafen können, Junge. Call, ich war noch nie in meinem Leben so früh am Flughafen. Es ist 6 Uhr. Ich war um 5 Uhr noch was hier. Willi treffen wir in Frankfurt. Sydney hat die Binde an. Ja, Sydney. Muss die Binde anhaben. Ich muss so ja. Sydney muss an. Der hat uns alles ausgedruckt. Der macht hier, der geht nach vorne, der macht sein Ding. Wir müssen hier schon wieder alles zeigen, vorzeigen. Sydney, Friede, wir haben gerade uns Gedanken gemacht. Sydney sieht aus wie so ein... Marcus from Atlanta. Du siehst wirklich aus wie so ein Quarterback oder so ein Basketball-Newcomer. Der wird gedraftet, aber 2. Draft. Roman sieht aus wie ein Dreckiger. Und ich sehe aus wie Mehmet. Digga, bei mir ist er auch aus wie so, weiß ich. Also wir beide wären, glaube ich, in die Mangel genommen. Dritte geht da raus. Beim ersten Mal eine Stunde so, im Raum. Digga, er hatte so Angst, er hat zu mir gesagt, vorher ich soll mein Bart abrasieren. Wirklich? Ja, ja. Roman wurde gerade erstmal komplett durchgekämmt. Die haben alles Digga, gesucht. Sogar meine Jacke, wo nichts drin ist. Aber der hatte eine Powerbank mit und ein Mikrofon. Real Talk, das sah sehr sass aus. Das sah Digga, aus, als hätte er... Kabel drumherum. Ja, das sah ganz schlimm aus. Und die haben hier, da war erstmal 4 Polizisten und weiß ich, wie viele Mitarbeiter haben ihn erstmal alles durchgekämpft. Boah, das ist in der Apotheke und will sich irgendwas holen. Neue Rixan-Tabletten. Der Mann denkt, der kommt mit Drogen. Komplett irgendwelche Mittel, die seinen Kopf völlig. Ich immer, ich hab einfach eine Überdosis raus, rein und schlafe immer 12 Stunden. Da hat sich jetzt irgendwelche starken Schlaftabletten geholt. Warte, einmal haben wir hier. Ja. Beruhigungsmittel. Und die Dinger. Und dann haben wir gefragt, ob rein theoretisch, wenn er jetzt eine nehmen würde und dann aus Versehen passiv durch eine Graswolke laufen würde, ob das schlimm wäre. Hat er gesagt, nach 6 Stunden. Nach 6 Stunden, also du darfst nach 6 Stunden dann, wenn aus Versehen durch so eine Wolke halt laufen. Wir sind am falschen Gate. Letzter Aufruf. Nein. So, wir sind im ersten Flieger und das war sehr hektisch. Rohat MVP. Wir waren am falschen Gate, der aber auch nach Frankfurt geflogen ist. Das war aber der falsche Flug. Uns ist das aufgefallen, da stand nämlich Flug erst 9 Uhr und nicht 8 Uhr. Und wir hatten nur noch so 5 Minuten. Und sind wir rübergerannt und wir waren die allerletzten. Sydney will herkommen und es gibt einen Platz neben mir und einen Platz neben Rohat. Sydney, der Wichser. Neben wen sitzt er? Ja! 2 mastigen Knechte nebeneinander. Wir sind in Frankfurt gelandet. Das könnte hier übrigens der Wirt werden, Freunde. Ich war in Ägypten vor ein paar Jahren und die haben beim letzten Mal schon gefragt, was ich da gemacht habe. Wenn du nach Amerika einreist, dann machen die so einen Komplettcheck, warum du da bist und sowas. Das war letztes Mal schon so, als ich kurz in New York war. Da haben sie mich in die Mangel genommen. Nikolas ist auch hier. Gerade schon wieder eine Story gehört, die mich aus den Socken gehauen hat. Kann man nicht veröffentlichen. Danke. Willi war auch noch nicht einmal in Amerika. Das ist das erste Mal. Aber du siehst aus wie ein Amerikaner.
normal. Weißt du, wie ich sage, wenn ich da hingehe? So. Sagst du WhatsApp? Das ist halt wirklich so, Rohat und ich sehen aus, Digga, als wenn wir da... Nein, Digga. Das ist unser Vogelchat. Ein dicker Brummer. Und ich hoffe, der Mann da drinnen checkt das alles gründlich durch. Ich bin noch nie so lange geflogen. Es geht jetzt los, Freunde. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Dritte kam Business Class. Das ist der Einzige, der die Business Class gebucht hat. Und wir müssen uns hier anstellen. Wir sind die untere Schicht. Du hast 12 Stunden. Digga, du hast 4.000 Euro mehr bezahlt für mehr Platz. Also ganz kurz. Unsere Plätze kosten 1.000 Euro. Hin und zurück. Hin und zurück. Super Preise, Digga. 1.050. Und seine kosten wie? 5.000? 4.000 Euro zahlst du für mehr Schlaf. Das sind für 24 Stunden 5.000 Euro. Ja, und weißt du, wie viel er mehr Gras sich davon kaufen kann? Ja, kriegst du bei einem guten Kurs 4.000 Euro, hast du da schon mal wirklich einen Jahresvorrat. Digga, also, hier kann man einfach hoch. Was ist denn da oben? Oben ist die Business Lounge? Business Class. Ah. Freunde, wir haben den schlechtesten Platz im Vogel. Weil hinter uns ist das Ding hier. Wir können mit unseren Stühlen nicht nach hinten. Das ist die Situation. Willi ist hier. Undankbar. Ward ist hier. Und Sydney ist oben in dem Bett. Aber auch hier kam er. Und hier sind die Jungs. Und wir können nicht nach hinten. Ach du Scheiße. Digga, wenn die nach hinten kommen, dann haben wir ein riesiges Problem. Ja, weißt du, was die machen? Ein Step nach hinten und meine Hand ist hier. Ich sage Schlaftabletten dringlich. Ich sage, es ist Placebo-Effekt. Ich sage auch Placebo-Effekt. Ist kein Placebo. Doch, weil du das einnimmst, denkst du dann auf ist, einmal. Ist kein Placebo, weil Rohat bei... Wo hast du gearbeitet? Ich habe in der Pharmazie gearbeitet. Wo da? Was? Wo? Da, wo man auch Ganja kaufen kann. Und deswegen weiß Rohat das. Also ich sage, es ist Placebo und er hat es gerade mit Lean verglichen. Er meinte, was mit Lean? Lean bringt ja auch was. Aber Lean ist... Ja, Lean macht doch auch Mühe. Kannst du auch nicht sagen, das bringt nichts. Das, ja, Digga, das sind Schlaftabletten und Lean ist eine richtige harte Droge, Junge. Wir haben hier wieder folgenden Call von ihm. Er sagt, dass unter uns Leichen sind. Also, was? Gräber? Ja. Im Sarg. Ja, dass die im Sarg sind, weil die in ihrem Land halt dann beerdigt werden sollen. Ist so. Aber ich sage, das gibt dann einen einzelnen Flug, ja, als ob Leichen mit Passagieren fliegen. Hä? Das kriegen wir ja nicht mit. Willi hat mich gerade ein bisschen ausgelacht, Freunde. Potenzieller Familienvater, weil ich ein Bild von Melina in meinem Portemonnaie habe. Ich weiß gar nicht, wann süß. Das war. Ja, süß. Sweet. Melina, wenn du es siehst, du brauchst dir keine Sorgen machen, Melina. Das ist jetzt unser Essen. Vegetarische Ravioli. Was, glaube ich, ein großer Punkt sein wird in den Vlogs, wird das Essen. Wir werden viel für euch testen und werden euch dann auf dem Laufenden halten. Robert ist hier gerade an der großen Sache dran. Ich habe ein paar Ideen, Alter. Die Ideen. Muss er einen? Futur. Vlogs ist gut. Vlogs, ja, finde ich gut. Kurzes Update, Freunde. Wir fliegen demnächst über das Bermuda-Dreieck. Doch wir brauchen noch 3 Stunden 31, dann sind wir da. Bis jetzt geht's klar. Wir gucken eigentlich die ganze Zeit Fußball und Filme. 12 Stunden fühlen sich nicht an wie 12 Stunden. Das ist unsere Contentplanung. Der Mann ist jetzt von oben. Er guckt von oben auf uns herab, ja, von der Business Lounge. Von den normalen Bürger. Wie geht's dein Bein? Gut. Gut. Ja. Rücken? Auch gut, passt. Real Talk. Ehrlich. Wir sind jetzt gelandet, Freunde. Wir sind zeitgereist. Wir sind um 11.30 Uhr losgeflogen und kommen um 12 Uhr an, obwohl wir irgendwie, weiß ich nicht, wie lange unterwegs waren. Das sind Zeitreisen. Jetzt kommt die nächste Hürde. Wir müssen uns jetzt sozusagen anmelden. Wir haben jetzt das Interview. Wir haben jetzt ein Interview. Die fragen uns jetzt, was wir hier machen, warum wir hier sind. Warte mal. Fritter sieht aus wie ein Amerikaner. Ich, Willi auch. Ja, ey, rufst du auch. Boah, halt nein, nicht. Und ich muss halt mit dem ein bisschen jetzt quatschen. Ich hab einen kranken Brainfuck. Ja. Wir filmen das alles, wenn wir aufstehen. Aber ich hab Angst, dass Willi, du weißt, wie man Angst hat, dazu. Nein, filmen ja, sowas? Film nicht. Für die Zuschauer. Wir nehmen das jetzt auf. Hier stehen morgen auf. Und dann gehen wir schlafen. Freunde, hier hat es gerade gekracht. Ohne Witz. Also Sydney und ich haben eine sehr unsympathische abbekommen. Die war richtig hart. Und die beiden haben voll die entspannten abbekommen. Sie fragt mich, was mache ich hier? Ich sag, ja, ich chill. Also alles auf Englisch. Ich chill hier mit meinen Freunden, Urlaub machen und so. Ich meine, wir machen Urlaub. Sie sagt, wo macht ihr Urlaub? Ich sag die Adresse, wo wir halt waren, ne? Voll. Sie sagt, okay, und ihr chillt die ganze Zeit an einem Airbnb? Ich so, nein, ich weiß nicht. Wir gehen doch bestimmt raus, was essen und chillen. Sie sagt, wo denn? Ich sag, I don't know, it's my first time here. Und dann sagt sie so, du kommst hier hin und weißt nicht, wo ihr hingeht? Ich so,
ja, yes, I don't know. Und dann, sie guckt mich schon so an, sie sagt, du musst aber wissen, was du hier machst und sowas. Und die Stimmung wurde schon, brenzlig. Dann, Willi war so in meiner Nähe, sie sagt so, gibt's einen Grund, warum du hier bei ihm stehst? Willi sagt, ja, Willi sagt, wir gehören zusammen und so, er ist ein Fußballprofi und ich bin Content Creator, hat er gesagt. Dann sagt sie, ach, er ist Content Creator, warum hat er mir das nicht gesagt? Hat sie auch nicht gefragt, so wollte ich aber nicht sagen. Hat sie mich so voll blöd angemacht und hat ihm gesagt, er soll mir auf seiner Sprache erklären, dass ich nicht nach Amerika reisen darf, ohne richtigen Grund. So, Freunde, ich habe zum ersten Mal richtige Dollars in der Hand. Wir haben jetzt unsere Euros umgetauscht. Das sind 100 Dollar. Das hier ist ein 100-Dollar-Schein. Das fühlt sich an wie Monopoly-Geld, ne? Ich hab auch schon zu Eli gesagt, Digga. Das ist wie Monopoly-Geld. Ja, natürlich. Wir sind jetzt im Uber. Sehr hektisch gerade alles gewesen. Wir haben einfach jemanden kennengelernt, der hat leider sein Bein verloren. Er war mit Sydney in einem Flieger, also mit uns auch, aber in seiner Klasse da. Und der wurde einfach rausgelassen. Und seine Prothese. Und seine Prothese, und seine ist, kaputt. Prothese ist kaputt. Der ist da rumgehüpft und wusste nicht, was er machen soll. Und wir haben ihm dann geholfen. Ort hat ihm sehr doll geholfen. Er kannte mich sogar am Ende, ne? Kannte er dich? Ja, er fragt so, was wir machen. Ich meine so, ja, wir machen hier so YouTube-Videos und so. Und er sagt so, machst du GTA Roleplay? Ich so, ja. Jo, verdammt! Ja, ich habe ein Video gesehen, hat er gesagt. Aber neben ihm war eine zwiespältige Person, die aber nicht zu ihm gehört hat. Ich habe mich kurz so ein bisschen so gefühlt wie bei 96 Hours, wo die so am Flughafen Leute abfangen. Das war ganz komisch, aber der Typ war korrekt, aber der zweite war ganz komisch. Wir sind jetzt zu der Adresse gefahren, wo unsere Villa sein soll. Aber hier ist irgendwie nichts. Hier ist irgendwie nichts. Hier ist irgendwie nichts. Wir sind in so einer Büro-mäßig. Also, ja. Ward sagt, es sieht verscammt aus. Ja, es sieht wirklich verscammt aus. Es kann sein, dass wir in die Pfanne gehauen worden sind. Freunde, der Uber-Fahrer kann kein Englisch. Also, Ward hat mir. Ich hab jetzt nie versucht, das zu erklären. Ich den jetzt einen Support. Hallo, Ida. Lacht uns gerade an. Wir wurden verarscht. Das Ding ist over. Ich kann das, ich glaube nicht, was hier gerade alles passiert. Ja. Ja. Okay, wir haben neue Hoffnung, Freunde. Wir haben neue Hoffnung. Vielleicht wurden wir doch nicht gescammt. Also sie haben irgendwie eine falsche Adresse geschickt und jetzt hat Willi mit denen hin und her geschrieben und jetzt hat er eine Adresse geschickt. Kann doch sein, dass wir da hinfahren und dann ausgeraubt werden. Ey, falls ihr es kann sein, dass wir abgeknallt werden. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Schickt uns schon mal Kora. Ja, schickt uns jetzt schon mal Kora. Wir schicken Robert vor. Sydney hat da so einen Hoteltypen gefragt, der meinte, ey, hier ist das nicht. Hier gibt es diese Art. Gesagt, ihr wurdet gescammt. Der hat gesagt, wir wurden gescammt. Ich wollte es euch nicht sagen, damit nicht direkt schlecht ist. Also er meinte, hier, diese Villa gibt es hier nicht. Hier also nicht. Ist es. Und Mann, dann haben die erstmal auch nicht geantwortet und sowas. Guck mal die Bilder an, die wir haben. Ja, ja. Also, aber wir haben eine neue Hoffnung. Freunde, der Typ kann nicht ein Wort Englisch. Der konnte uns nicht 1% weiterhelfen, also gar nicht. How long do we drive? Okay. How long do we drive? Pass mal auf. Jetzt kommt wieder das Handy. Jetzt kommt wieder das Handy. We'll be there in 12 minutes. Okay, Freunde, hier sieht es jetzt schon ein bisschen verwählter aus. Wir fahren jetzt hier schon seit 10 Minuten ungefähr hoch. Das Airbnb heißt Best View in LA. Also da erwarten wir jetzt auch was, ne? Freunde, wir sind jetzt angekommen und guckt euch diese Aussicht an. Das ist völlig gestört. Villa-Tour werdet ihr bei Willi auf dem Kanal sehen. Pool, wir haben Basketballkorb. Aber die Aussicht ist halt brutal. Wir haben hier so einen Chill-Bereich, wo wir dann auch abends chillen können. Ja, ganz nur grob. Hier ist auch alles ganz geil gemacht. Auch alles voll groß. Die sind gerade unten. Die Küche ist auch richtig geil. Aber wie gesagt, werdet ihr bei dem hier dann sehen. Hi. Auslosung oder hier Zufall, wer sich das Zimmer aussuchen darf. Der Mittelfinger wird. Gib es mir. Aber ist sogar gut, weil er schnarcht. Ich habe jetzt zweites gewonnen. Das hier ist mein Zimmer sozusagen. Und die müssen zusammen oben irgendwie. Ach, das habe ich selber nicht gecheckt. Oh, mein Bart! Ich schwöre, ich habe hier. Ja, Digga, das leuchtet ja hier drin. Wow, cool. Ich
cool. Eigenes Zimmer, wichtig. Nicht mit Roat, weil Roat schnarcht. Und Willi und Sydney nerven auch immer, weil sie so lange am Handy sind. Ganz wichtig. Aber hier ist es voll warm drin. Und dann stehe ich so morgens auf. Okay, Freunde, wir haben die Haustour aufgenommen. Die Jungs werfen hier ein paar Körbe. Sehr gechillter Vibe gerade. Wir gehen gleich essen, da nehmen wir euch natürlich auch mit. Es wird so sein, dass wir immer, einer von uns wird immer den Tag vloggen. Die anderen machen so kleine Nebensachen, sage ich mal. Wir haben sehr, sehr viel Content. Wir haben sehr, sehr viel auf jeden Fall geplant. Ja, falls ihr bis hier noch kein Abo da gelassen habt, lasst gerne ein Abo da und abonniert den Kanal. Wir gucken uns gerade an, wo wir essen gehen. Es sieht nach Sheepold aus. Heißt das? Wie heißt das? Chipotle? Ja, Chipotle, was ist das denn? Wir gehen zu Chipotle, ist mexikanisch, das sind Snack, Freunde, hier ist es gerade 15:30 oder so. Ich kenne es nicht. Ja, da gehen wir jetzt essen und dann gehen wir abends, denke ich, nochmal richtig essen. Freunde, der Mann hat hier gerade eine Vape mit Gras durchgezogen. Der Fahrer. Es gibt, hier, ist ja hier irgendwie legal. Fragen, hat es gehittet, er sagt ja, ja, und er hustet die ganze Zeit. Can you show us again your vape? Das ist einfach eine Gras-Vape mit THC. Also, ja. Ja, das ist gut. Und die sippen hier ran, wie eine Eins. Das ist stronger than hey, Rod, actual weed. Ist stronger? Ja. Das ist so froh. Ich denke, die sind beide beste Freunde. Ja, ey, mal ganz kurz. Die zwei da vorne. Ich weiß sie. So, Freunde. L.A. Und unser erstes Essen ist einfach Burger King. Verglichen mit Berlin. Also die Fanta schmeckt schon mal viel besser. Aber es hat ohne zu übertreiben, alles zu. Es ist heute Thanksgiving. Das ist gefühlt das Heftigste, was es gibt irgendwie mit Weihnachten. So, Freunde, fertig mit Essen. Die Sonne geht hier aber auch sehr früh unter. Es ist 17.30 Uhr. Wirkt also gerade jetzt nach dem Essen. Wir sind absolut im Arsch. Wir müssen noch Streaming-Setup aufbauen für morgen. Und hier brettern auch so heftige Autos die ganze Zeit durch die Gegend. Ich habe schon drei Ferraris, glaube ich, gesehen. Tesla sind ja auch übertrieben viele am Start. Das ist vergessbar. Wir haben sogar Elevate in Berlin, Los Angeles gefunden. Roat ist hier in Los Angeles. Das ist unser neuer Markenbotschafter von Elevate. Okay, Freunde. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Und es sieht super geil hier aus. Digga, guck mal, wie das aussieht. Ja, ja. Ich habe den Jetlag meines Lebens. Boah! Yes. Ja. Ich weiß nicht, wie es im Video rüberkommt, aber in real life ist das ja völlig krass. Wir nehmen jetzt den Content für morgen auf. Wir stehen um 8 Uhr auf und streamen dann um 9 Uhr, ungefähr 4 Stunden. Danach gehen wir Santa Monica, der nimmt eine Straßenumfrage auf, der Mann nimmt eine Straßenumfrage auf, beziehungsweise ja, sowas ähnliches. Und Roat vloggt den ganzen Tag. Ihr seht immer alles einen Tag Zeit verzögert. Das heißt, ihr seht es, wenn wir schon das alles aufgenommen haben und wenn der erste Stream auch schon am Start ist. Wegen den 9 Stunden und Koray schläft und Atta halt um 4, 5 Uhr morgens oder brauchen halt noch ein bisschen Zeit, um das zu schneiden. Genau, aber wir sind hier gerade am Durchplanen, genießen hier den Abend, chillen unser Leben und ja, das wird sehr geil. So, Freunde, das war's vom ersten Tag. Es ist 20.30 Uhr und wir sind alle komplett am Ende. Wir gehen jetzt schlafen, auch wenn sich das komisch anhört. Wir waren ja fast 20 Stunden unterwegs und hatten voll viel Stress. Haben trotzdem 3 Videos, glaube ich, aufgenommen. Aber es hat halt alles zu, deswegen konnten wir auch nicht wirklich was machen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Euch gefällt dieses ganze LA-Ding. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Checkt die anderen aus und Kuss.